Hi Leute und herzlich willkommen hier beim Gitarrenhit mit mir Desart. Und ihr seht schon, hier wird was ganz Spezielles gezeigt. Wir machen heute eine Review, wie ihr natürlich schon gesehen habt in der Info, zum Song Ego Death featuring Steve Vai von Polyphia. Polyphia? Ich hoffe, die nennt man so. Also Tim Hansen. Und das war für mich so ein krasses Ding. Ich werde so ein kleines Review machen. Wir werden uns ein paar Szenen angucken von dem ganzen Song. Ansonsten, ich sage euch jetzt schon mal vorweg, zieht euch das Ding rein. Also mein kleines Mini-Kurzfazit, bevor ich irgendwie was da ansage und sowas. Das ist für mich seit langer, langer, langer Zeit, und ich habe den Song mindestens schon 100 Mal gesehen, mit jedem meiner Schüler, mit meiner Freundin, mit einfach allen. Und muss wirklich sagen, ich bin ja sowieso Tim Hansen-Fan, finde seinen Spielstil sehr geil, will auch nächstes Jahr, wenn meine Tender Surrender Challenge durch ist, vielleicht mal einen von den Songs, jetzt nicht den, aber weiß nicht, gab glaube ich so einen Gott-Song, der war ziemlich geil. Werde auf jeden Fall einen nehmen und den mal spielen und, oder üben besser gesagt, das ganze Jahr wieder. Tim Hansen-Style ist schon sehr tricky. Wer den noch nicht kennt, auf jeden Fall mal reinziehen. Und er hat jetzt einen Song mit Steve Vai himself gemacht. Und ich muss ganz ehrlich sagen, Steve Vai hat es damit geschafft, sich in die Moderne zu katapultieren, weil das mal was ganz anderes ist, als man es überhaupt gewohnt ist. Und Tim Hansen macht ja eher so modern, Flamenco, Spanisch, Trap Sound, nenne ich es mal einfach so. Also sehr, sehr abgefahrener Kram. Wir gucken mal kurz mal rein und werden mal ein paar Parts hier durchgehen. Also, ich werde mal wieder stoppen. Also schon alleine das Video, diese ganze Optik und so weiter, sieht natürlich schon hammermäßig geil aus. Also dieses cleane Weiß, er allein, also da hat er wirklich Leute, die absolut Ahnung haben von nicht nur Videoschnitt und sowas, wie wir sehen werden, sondern einfach auch von der Szenerie, wie man das machen kann. So, hier sieht man natürlich, ist einfach ein ja, krasser Gitarrist. Was ich auch sehr geil finde, ich bin gar kein Nylon-Fan, muss ich ehrlich sagen, wirklich nicht, aber die ist schon geil. Und ich bin tatsächlich am überlegen, ob ich mir vielleicht doch nochmal, also für nächstes Jahr, wenn ich dann die Tim Hansen Challenge mache, muss ich mir sowieso eine Nylon holen. Aber ich hab richtig Bock. Ich bin wirklich ja, kein Nylon-Fan. Ich hatte mehrere Nylon-Gitarren schon am Start. Das waren so klassische. Das sieht natürlich viel geiler aus. Also das sieht aus wie eine moderne Nylon. Und ich sag mal so, er spielt ja auch E-Gitarre, auch Akustik. Man kann seinen Stil auf allem machen. Aber es klingt sehr geil perkussiv auf einer Nylon. Wir werden mal sehen. Also, wie gesagt, man sieht einfach mal krasser Spieler. Und dann wird's dick. Man merkt schon, es ist sehr modern, der Sound. Ich hoffe, ihr hört mich noch. Auch sehr, sehr geil gemacht praktisch hier. Also wirklich schön eingeblendet dieses... So, mal gucken, ob ich das finde. Hier, Ego Death, also sehr geil gemacht. Erinnert mich so ein bisschen an Death Note, das ganze Ding. Ja, wer weiß. Und das sieht wirklich sehr geil aus. Ganz kurze Pause im Song. Bam, Ego Death. Dick. Ja, hier sieht man natürlich, er hat eine E-Gitarre am Start. Was bei ihm sehr krass ist, achtet mal auf den Sound und auf die Hände. Der Sound klingt nach viel mehr, als er macht. Also seine Bewegungen sind so unglaublich klein, dass er wirklich sehr viel mit sehr wenig Bewegung macht. Also achtet mal drauf. Ja, also eigentlich fast alles macht hier die linke Hand, weil diese ganzen Death Note und so weiter, diese ganzen perkussiven Sachen ist alles hier und das macht relativ wenig die rechte Hand. Okay, gehen wir weiter. Ja, auch diese ultraschnellen Arpeggio-Lines, die wirklich schön krass gepalmutet, gepickt sind, sehr, sehr geil. Ja, natürlich, das Tapping muss auch nochmal rein. Ich bin kein Drummer, aber ich glaube, dass der Drummer ziemlich krass ist, weil der ganze Song ist sehr perkussiv, sehr für mich Trap-mäßig, sehr progressiv. Also wirklich, wir haben kein Bum, Chuck, Bum, Bum, Chuck, sondern das ist schon krass. Und der Song hat nach knapp 2 Tagen schon mal 1,7 Millionen. Für ein Instrumentalstück, finde ich, ist das schon sehr krass. Also hier singt keiner. Nur so zur Info.
Hier, man merkt schon, es ist halt, es klingt ein bisschen metallig, weil die Gitarren doch schon teilweise sehr hart sind. Er spielt sehr, sehr clean, also praktisch der ganze Song lässt Platz für ihn natürlich. Und der Drummer halt, wie schon gesagt, sehr, sehr einfach groovy. Ja, einfach Trap groovy, finde ich. Ja, auch geiler Sound einfach. Ja, man muss natürlich hier sagen, die komplette Band sind einfach krasse Leute. Also vom Basser bis zum Drummer und den zweiten Gitarristen auch. Der macht ja noch ziemlich wenig. Und jetzt. Geil. Und man muss natürlich sagen, das ist sehr, sehr lustig. Also viele. Oder fast alle Schüler, die nicht das gezeigt haben, mit denen wir es zusammengeguckt haben, dachten sich, Alter, was für ein Pulli ist denn das? Es erinnert mich ein bisschen an Weihnachten schon davor. Da merkt man es nicht so sehr. Hier merkt man es extrem krass. Aber alleine Tim Hanks ist halt so eine Kunstfigur in der nächsten Mal. Und das sieht einfach schon sehr abgefahren geil aus. Geiler Sound. Ja, auch diese ganzen groovigen Pausen und so weiter. Man merkt richtig, deswegen muss ich persönlich sagen, mir macht es Spaß, diesen ganzen Song von Anfang bis Ende zu gucken, weil es einfach die ganze Zeit so einen richtig geilen Style hat. Die ganze Zeit passiert etwas und wie gesagt, ich habe schon gesagt, optisch. Ja, wir haben jetzt einen Szenenwechsel in irgendeiner Lagerhalle. Der sieht einfach geil aus. Schön clean. Also da waren wirklich Profis am Werk. Auch geil. Ja, also Tim Hanks hat einfach eine krasse Band. Der hat einfach eine krasse Band. Und ich muss das Ding mal, Kri habe ich schon geschickt, der hat mir noch nicht geantwortet, aber ich muss mal fragen. Wahrscheinlich jeder Drummer und sowas wird es wissen. Wie krass ist das denn? Also, das klingt für mich, ja, ich bin bumm, tschak, bumm, aber das klingt so unglaublich groovy. Mich würde sehr interessieren, wie schwierig das ist. Auch einfach krass, einfach krass. Und wie gesagt, achtet auf den Schnitt. Hammermäßig geil. Es kommt keine Langeweile auf. Ja? Keine Szene ist irgendwie länger als 3, 4 Sekunden. Wechsel, Wechsel. Und das ist auch der Hammer. Wieder Szenenwechsel. Hammer. Ja, einfach Hammer. Sound sowieso Hammer. Und jetzt auf dem Thron. Der Meister himself. Natürlich mit der Pia Hammer. Auch einfach eine neue Qualität. Man merkt, hier wird wirklich die Musik, die Gitarre, die das ganze Kunstwerk zelebriert. Und es sieht einfach wirklich geil aus und nicht irgendwie komisch, sage ich mal. Ja, auch hier. Weit, einfach geil. Das sieht einfach hammermäßig aus. Das ist die Weih natürlich schön mit dem Hebel. Und hier auch sehr geil. Ja, einfach genau richtig zum Song die Töne. Kein Geschred, sondern wirklich. Ja, auch so ein geiler Kill-Switch-Effekt mit dem Hebel. Ja, und jetzt kriegt er sein Part. Und ich habe es schon so oft gesehen und bin einfach nur immer wieder geflasht und habe sofort Lust, mir die Gitarre zu schnappen und zu spielen. Ich bin gespannt, wann die ersten Coverversionen von dem Ding draußen sind.
Wird schwierig, weil das muss man, glaube ich, schon mit einer Band covern. Ist sehr gespannt. Ja, wieder ein bisschen Slapstyle von Tim Hansen. Und wir kommen gleich zum Hero Shot. Und der Hero Shot. Hammer. Und jetzt achtet mal drauf, die drehen sich und gleich sind sie alle nebeneinander. Also geil choreografiert. Jetzt achtet mal drauf, sie gehen auseinander und man hat sie alle vorne und das Licht wird dunkel. Hammer. Und das ist der Hero Shot. Aber man sieht einfach die fünf Jungs und denkt sich, ja, ja, repeat. Und das ist auch nochmal geil, ja. Schöner Ausklang, LA glaube ich ist es oder sowas, also Hammer, ja, da hinten noch der Mond, alles dunkel, also wirklich, wahrscheinlich, ich würde mal fast sagen, dass sie wirklich gewartet haben, bis das Licht dunkel wird und sie gesagt haben, ey, wir haben genau noch 30 Sekunden, dann müssen wir diese Szene im Kasten haben, also dreht euch rum, geht zur Seite, macht das und, oh, haben wir heute nicht geschafft, morgen gleiche Uhrzeit auf dem Dach da rum, also ich muss wirklich, wirklich sagen, ich habe es ja schon gesagt und ihr merkt, ich bin aufgeregt, weil das einfach so geil ist. Ja, einfach so. Und ich habe ja die Tim Hansen-Mucke, ihr seht ja da oben, die ist Playing God und den meinte ich vorhin. Das ist alles schon sehr krass, aber das finde ich ist nochmal eine neue Qualität mit Vai, der einfach nochmal, und Vai hat es hiermit geschafft, finde ich persönlich, nochmal seinen Namen in die moderne Welt reinzubringen. Also das Ding ist ja, er ist ja ein Oldschool-Gitarrist, sage ich mal. Und der hat ja als letztes dieses Hydra-Ding, Teeth of the Hydra mit seinen drei. Ist alles krass, ist alles mega geil. Aber das, ja, mit so einem, ich sag mal, Tim Hansen ist vielleicht einer der revolutionärsten Gitarrenspieler der Neuzeit. Und das ist schon wirklich krass. Also der Style, der Typ ist ja wirklich eine Kunstfigur. Finde ich hammermäßig geil. Also ich bin wirklich sehr inspiriert. Von Steve Vai sowieso, hab mega Bock auf ihn, von Tim Hansen auch. Und das macht mir wieder Spaß, einfach wieder mal in die Mucke zu gehen. Also teilt das Video, teilt das auch natürlich. Und ja, ich hoffe, euch hat die Review gefallen. Wie gesagt, mein Fazit, ihr merkt es ja, einfach Hammer, 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 Hammer. Die einzige kleine Sache, die mir nach dem 200. Mal aufgefallen ist, aber was ja vollkommen klar ist, wenn man bei Steve Vai an die Gitarre guckt, bei allen anderen auch, da ist halt kein Kabel drin. Aber es ist vollkommen klar, weil das ist ja ein Musikvideo und nicht live. Wie gesagt, wenn man es oft genug schaut, dann merkt man das. Trotzdem, an den Händen und sowas merkt man, die Jungs können das einfach spielen. Ja, da muss nicht irgendwie, ey, wir müssen jetzt hier den Schnitt machen, weil ich das nicht spielen kann. Also wirklich Hammer, Hammer, Hammermäßig. Größter Respekt einfach für dieses geile Video. Ich werde mir den Song sofort kaufen. Habe ich tatsächlich noch nicht gemacht. Werde ihn sofort kaufen, sofort aufs Handy. Mega Respekt an Tim Hansen, Steve Vai oder Tim Hansens Band. Alle auf jeden Fall. Krasses Zeug an Steve Vai. Und ja, wir sehen uns nächstes Mal wieder. Stay tuned.